Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau setzt sich für mehr Artenvielfalt ein. Im Kloster Höchst im Odenwald hat sie jetzt seltene Apfelbäumchen eingepflanzt. Das sind alte Sorten, eine Goldparäne, die schon um das Jahr 1510 schon mal erwähnt worden sind. Und das passt zu den 500 Jahren Reformation. Die ersten Sprösslinge hat Kirchenpräsident Volker Jung zusammen mit Schülern aus dem Odenwald gepflanzt. Wenn morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Wir wissen, es ist wahrscheinlich nicht direkt von Luther, aber es lassen sich doch auch Parallelen ziehen. Wenn man einen Baum pflanzt, dann tut man das ja in der Hoffnung, dass da etwas wächst, was unter Umständen auch über das eigene Leben hinausreicht. Und das ist, finde ich, schon immer etwas ganz Besonderes. Also beim Baumpflanzen kann ich richtig tiefsinnig werden und selbst auch über Fragen meines Glaubens nachdenken. Also ist arbeitstechnisch aufwendiger als Spatenstich. Die Kirche nimmt damit auch ihren Auftrag zur Bewahrung der Schöpfung wahr. In Streuobstwiesen fühlen sich besonders viele Tierarten wohl.